Ich glaube, dass zumindest zurzeit der Markt noch massiv, deutlich massiver als früher unter dem Diktat von Preis und Budgets steht. Und da kannst du fast überall hingucken. Das ist im TV-Bereich sehr stark zu spüren. Das ist aber, betrifft natürlich auch die ganzen großen Industrieproduktionen, wo du mit Controlling und Einkaufsabteilungen von großen DAX-Firmen zu tun hast. Da muss man, glaube ich, immer darauf achten, dass man immer mit den Spielern an den Start geht, in der Hoffnung, das gemeinsam gut zu einem schönen Ende zu bringen, ein gutes Ergebnis erzielt. Ich bin da relativ unprätentiös, wenn eine Lampe das kann, was wir denken, in unserem Pflichtenheft definiert zu haben, was wir brauchen, dann ist mir relativ wurscht, was da drauf steht. Wir haben gemerkt, dass durch die Zunahme an Mid-Range-Herstellern das Leben für uns teilweise einfacher geworden ist, weil es mehr Anbieter für Produkte gibt, die sehr vergleichbar sind, was sicherlich für die Kosten einer Lampe und dann speziell dann auch auf den Mietpreis einer Lampe später einen Einfluss hat. Im Umkehrschluss ist es aber für den Dienstleister unheimlich schwieriger geworden, auf das richtige Produkt zu setzen. Und das ist halt die dunkle Seite der Medaille. Dann kann auch sich keiner hinstellen und sagen, meine Lampe kann jetzt drei, vier Sachen ganz deutlich besser und dafür kostet die das anderthalbfache. Das gibt der Markt heutzutage nicht mehr her. Wenn ich Lampe XY habe und habe aber drei oder vier Mitanbieter, die nahezu dasselbe können, da finde ich es sehr schwierig zu sagen, ich bestehe aber darauf, dass es diese Lampe ist, weil nur die kann den Job. Aus den Zeiten sind wir, glaube ich, grundsätzlich rausgewachsen. Es gibt für fast jedes Produkt zwei bis drei Comparisons, wo man sagen kann, kann ich gut mit leben. Und dann macht man sich selber natürlich das Leben einfacher und in der Regel auch dem Budget für das Projekt, wo man gerade verantwortlich ist, wenn man da ein bisschen flexibel ist. Und das kann, sieht man beim Ausschreibungsverhalten auch, ich habe für verschiedene Funktionen von Lampen ganz unterschiedliche Hersteller, die ich präferiere. Weil der eine baut einen Superwasher mit Blendenschieber, der nächste baut eine tolle Kompaktlampe, die leicht ist und so weiter und so fort. Was ich gut finde, und das kann eine Evolution sein, es gibt ein Produkt, wo man sagt, ach, wenn jetzt an so einem LED-Striplight noch ein Tilt dran wäre, dass man sich das Hochklettern auf 12 Meter Höhe, wenn man irgendwas beleuchtet, spart und kann das händisch einrichten von unten. Dass man sowas in Hersteller reintragen kann, weil der Markt halt so klein ist, dass die noch auf uns hören und nicht in der abgekapselten A&D-Blase sitzen und da ihre Forschungsabteilung sagt, das bauen wir als nächstes und dann gucken wir mal, ob es dem Markt geschmeckt hat. Weil, glaube ich, die Mengengerüste, um die wir reden, so klein sind, dass sie darauf angewiesen sind, zumal einer Seite auf den Input, und da sage ich bewusst von uns, weil ich glaube, da gibt es relativ viele, die immer ihren subjektiven Standpunkt hereintragen und die kurz für einen Hersteller ist es natürlich, das für sich so zu filtern, dass er sagt, das ist so der gemeinsame Common Sense und in die Richtung gucken wir mal. Oder ich habe jetzt sowas so Interessantes gehört, dass wir jetzt ein Nischenprodukt bauen, wo wir denken, das ist cool. Also ich finde es zum Beispiel ja durchaus ein Erfolg, dass GLP mit dem JDC One als deutscher Hersteller in Amerika das Lighting-Produkt of the Year abgreift. Das zeigt, dass sie da gut richtig gelegen haben. Das macht halt dann auch Spaß, was zu sehen, wo man sagt, da ist ein bisschen Input von mir drin und das funktioniert jetzt und jetzt kann ich genau das bauen, was ich schon immer mal haben wollte, aber nie machen konnte, weil zum Beispiel Stroboskope in Achtelkreisform, dass ich Buchstaben daraus generieren kann, gab es halt vorher noch nicht. Und das kann ich jetzt machen. Und dann ist das für beide Seiten eine schöne Sache. Ich tue mich schwer, so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, was kommt als nächstes. So was man durch seine Herstellerkontakte mitbekommt, ist es eher Evolution. Ich persönlich habe eine große Schwäche für gute Washlights, die sich anscheinend auf dem Markt nicht so darstellen, weil da gibt es eher weniger Produkte. Aber auch da passiert gerade ein bisschen was und insofern bin ich da ganz froh. Was ein Riesenthema nach wie vor ist für jemand, der viel mit großen Shows arbeitet, ist Remote-Follow-Systeme. Und die Tatsache, dass es da halt jetzt mehr als ein oder zwei Systeme gibt, hilft sowohl wirtschaftlich als auch dem Innovationsgedanken, weil mit den neueren Systemen, wo du auch wirklich dann mehrere Einheiten auf eine Bedieneinheit schalten kannst oder alternierend dir verschiedene Konstellationen zusammenstellen kannst, wie wir es jetzt beim ESC auch gemacht haben, dass wir zwar 24 Köpfe hatten, aber nur 16 Operator, kannst du natürlich auch kosteneffizient Sachen machen, die du einfach früher nur mit einem erheblich größeren Aufwand machen konntest. Ich kann halt heute Sachen machen,
auch mit Kiellicht und Seitenlicht und so, follow-mäßig. Das ist jetzt nicht die monsterspektakuläre Aktion, aber es ist halt schön, wenn alles tight genau auf dem Frame da sitzt, wo es sitzen soll. Und ich ein weißes Vorderlicht durch ein blaues Seitenlicht vorne aus genau in demselben Frame ersetzen kann. Das konnte ich mit handgecallten Follows früher nicht machen. Da führt technologischer Fortschritt natürlich auch zu inszenatorischen Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Und das ist schön.